Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt Nachrichten. Mein Name ist Felix Rick und ich habe mal wieder die Nachrichten des Tages für euch. Unter anderem habe ich was zu Call of Duty, da ist angeblich der Name des neuen Spiels geleakt. Dann ist ein Gears of War 3 Prototyp für die PlayStation 3 aufgetaucht. Außerdem, der Wasteland Entwickler arbeitet gerade an einem Spiel mit der Unreal Engine 5. Und Cliffy B. hat gesagt, es wäre besser gewesen, Lawbreakers auf der Xbox rauszubringen. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr benachrichtigt, immer wenn wir ein neues Video raushauen. Jetzt viel Spaß bei den News. Laut Eurogamer und Twitter-User Okami13, der schon öfter Leaks rausgehauen hat, die sich bewahrheitet haben, wissen wir jetzt den neuen Titel des neuen Call of Duty-Spiels, das dieses Jahr noch erscheinen wird. Und zwar soll das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War heißen und soll wie vermutet von Treyarch entwickelt werden. Laut Eurogamer sind die ganzen Easter Eggs in Call of Duty Warzone, wie die Bunker und auch die russischen Nachrichten, die man hören kann, auch dazu da, um auf die offizielle Ankündigung hinzuleiten. Hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an, wenn dem so wäre. Ob dem wirklich so ist und ob dieser Titel wirklich so heißen wird, tja, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Bei YouTube hat jemand ein komplettes Longplay von Gears of War 3 reingestellt, an sich nichts außergewöhnlich. Das Abgefahrene daran ist allerdings, das Spiel lief nicht auf einer Xbox 360, sondern auf einer PlayStation 3, genauer gesagt auf einem Dev-Kit. Dieser Prototyp wurde angeblich 2011 von ein paar Hackern ergattert und ist vom 19. Mai 2011. Das Ganze zeigt zwar noch Xbox-Buttons im Menü, allerdings hat jetzt Epic das sogar mittlerweile bestätigt. Dieser Prototyp sollte niemals fertiggestellt und dann auf der PlayStation 3 erscheinen, sondern war lediglich Teil einer internen Testreihe zur Unreal Engine 3. Der nicht ganz unumstrittene Entwickler Cliff Bleszinski hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und etwas zu Lawbreakers gesagt, das er seinerzeit für PC und PlayStation 4 rausbrachte. Cliffy B. war lange Zeit bei Epic und hat dort quasi Gears of War erfunden. Er hat dann später sein eigenes Studio namens Bosky Productions gegründet. Dort entwickelte er dann Lawbreakers für PC und PlayStation 4. Das Ding war aber ein ziemlich großer Flop. Jetzt hat er sich über Twitter zu Wort gemeldet und hat gesagt, es wäre besser gewesen, Lawbreakers auf der Plattform herauszubringen, wo er durch Gears of War eh schon viele Fans hatte. Es hat sicher nichts damit zu tun, dass der Hero-Shooter-Markt schon komplett gesättigt war und die Leute einfach keinen Bock auf Lawbreakers hatten, egal welche Plattform. Vor kurzem gab es ja erst die Präsentation der Unreal Engine 5, doch wie sieht's denn eigentlich mit richtigen Spielen aus, die diese Engine nutzen werden? Nun, Entwickler in Exile arbeitet ja gerade an Wasteland 3, die wollen das Ding fertigstellen. Jetzt hat sich aber Studiochef Brian Fargo über Twitter gemeldet und hat gesagt, dass ihr nächstes Spiel die Unreal Engine 5 nutzen wird. Was für ein Spiel das allerdings ist, weiß man noch nicht. Laut Entwicklern ist das auch noch alles sehr im Anfangsstadion, also wird wohl noch ein paar Jährchen dauern, bis wir dieses Spiel von In Exile sehen werden. Das war's schon wieder von den Nachrichten. Nicht vergessen, am Freitag gibt's eine neue Folge Inside Coin, auch mit einem dicken, fetten Talk zur Unreal Engine 5 und wie wir das Ganze fanden. Würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, passt auf euch auf und macht es gut. Ciao.